Hallo, liebe Vinius-Fans. Ich habe euch was Neues mitgebracht. Meine neue Weißweinentdeckung. Guckt euch mal das Etikett an. Der schwarze Mond. Weiß. Und der Name. Nocturno. Ja, ich weiß, ihr seid alles Lateiner und könnt euch das sofort übersetzen. Das heißt tatsächlich nächtlich. Marketing-Gag oder steckt was dahinter? Der Winzer schreibt ganz bewusst drauf, Night Harvest. Das heißt, er hat wirklich nachts geerntet. Warum macht man das? Wenn man sich die Örtlichkeit anschaut, versteht man sehr schnell, warum der Winzer zu seinen Mitteln greift und nachts erntet. Ich zeige euch mal die Lage. Wir sind hier in Lissabon und südlich von Lissabon ist diese kleine Halbinsel Stubal. Eine sehr, sehr heiße Gegend und die Situation ist natürlich bei der Ernte nicht ganz einfach. So wie die Traube zerquetscht wird, fängt sofort durch die Hitze, durch die Sonne der Gärungsprozess an. Das ist natürlich nachts überhaupt nicht der Fall. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Art der Ernte natürlich sehr, sehr aufwendig ist. Nachts werden die Arbeiter rausgeschickt, es wird alles beleuchtet, aber der Erfolg spricht hier wirklich Bände. Und man hat nachgewiesen, dass der Säuregehalt, wenn man nachts erntet, ein klein bisschen höher ist als tagsüber. Wenn man jetzt noch im Vollmond erntet und von einer Jungfrau mit links pflücken lässt, dann ist das perfekt. Das ist dann Demeter, das ist dann schon eine andere Geschichte. Das haben die natürlich nicht gemacht. Aber der Grund ist wirklich, dass man tagsüber der Sonne aus dem Weg gehen, man wollte der Sonne aus dem Weg gehen und letztendlich ein klein bisschen mehr Säure haben. Denn was die eh schon von vornherein haben, Sonne, Sonne, Sonne. Die Weine sind satt, sie haben richtig Körper, sie haben Alkohol. Schön fruchtig. Echt lecker. Schön fruchtig und entspannt. Also dieser leicht muskatige Ton, der kommt schon nicht schlecht. Also fruchtig, Muskat. Springt einem förmlich die Aromen in die Nase. Das geht direkt in die Frisur, Freunde. Probiert es selbst aus. Moscatel ist vielen natürlich bekannt. Rebsorte Muskat, Muscatella. Ein typischer Muskatduft. Leichte Rosennoten und dann eine Blumigkeit, Erdigkeit, wie man es seinesgleichen sucht. Ich stelle euch den Wein auch deshalb vor, weil wir mitten in der Spargelzeit sind und Spargel braucht natürlich einen Begleiter. Und in der Regel, wenn ihr an Deutschland denkt, hat man immer den Silvaner im Kopf. Der Silvaner, der typische Spargelwein. Vergesst es. Trinkt einmal den Nocturno Branco und ihr seid im Himmel, im Spargelhimmel. Also Freunde, eine schöne Entdeckung aus dieser Ecke. Ich bin natürlich wie immer begeistert. Ihr könnt euch das überlegen, eine Flasche zu bestellen, kistenweise oder palettenweise, wie ihr gerne möchtet.